Hallo und willkommen zusammen zurück bei The Long Dark. Ja, wir sind immer noch bei Folgen und das bedeutet, wir sind allerdings jetzt auch in der Mine und sollen den Fahrstuhl reparieren. Der Fahrstuhl, das wäre dieser hier. Ja, und beim letzten Mal ist es halt so, ich hatte dann nicht mehr weitergemacht, weil ich nichts gefunden habe, wie es funktioniert. Aufgrund dessen habe ich mir das Ganze mal vorher angeguckt und dementsprechend weiß ich wenigstens ungefähr, wie es funktioniert. Und wir brauchen nämlich die Sicherungskästen hier. Die leicht defekten, da sind die durchgebrannten drinne. Die Sicherung, die müssen wir rausnehmen. Und damit wir uns nicht verlaufen, werde ich auch hin und wieder eine Wegmarkierung machen, denke ich. So, gut. Dann ist der zweite dort oben. Bis hierhin noch recht einfach, aber es ist halt so, die sind nicht ganz so leicht zu finden, die Sicherungskästen, die wir brauchen, um das Ganze zu reparieren. Wow. Oh. Ich glaube zwar nicht, dass das was nützt, wenn ich mich hier hinstelle, aber Erdbeben soll man sowas ja machen. Sich dort hinstellen, wo es am sichersten sein könnte, wird. Und da geht es nicht weiter. Ja, ich habe das Ganze also ausprobiert und ich hoffe, ich finde das auch alles sofort wieder. Worauf wir unbedingt aufpassen müssen, ist Wasser. Da, wo es so britzelt, da kriegen wir einen Stromschlag. Und das würde bedeuten, wir brauchen Verbände, Schmerzmittel und so weiter. Gut, das wollen wir natürlich vermeiden. Und ja, neben mir war ja gerade ein Kabel und hier müssen wir uns ducken. Kommen wir da auch durch. Okay. So. Denn ich habe hier sehr lange für gebraucht und das wollte ich euch nicht antun. Und dementsprechend aufpassen auf das Kabel. Ja, wieder einmal ducken. Und weiter geht's. Ja, das Ganze ist sozusagen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, tricky. Und los, hoch hier. So. Dann haben wir hier schon mal einen Sicherungskasten, der in Ordnung ist. Dort kriegen wir die heile Sicherung her. Das wäre schon mal die erste Ersatzsicherung. Und irgendwas geht dadurch jetzt auch aus. Da ist nichts drin. Und Schmerzmittel. Wunderbar. Die nehme ich mit, aber nur als Wegmarkierung, damit ich weiß, wo ich schon war und wo nicht. Es sei denn, ich vergesse die Wegmarkierung, also naja, mal schauen. Okay. Es ist wirklich nicht leicht, also man verläuft sich hier ganz schnell und ich gucke mir jetzt erstmal an, dass ich die Laterne gefüllt kriege. Ja. Und welche Aktion haben wir? Natürlich auffüllen. So. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, definitiv. Die Episode 3 endet heute. Und Moment. Ja, und da bin ich gekommen. Dann, ups. Dann werden wir jetzt hier mal eine ablegen. So. Okay. Ja, und ich muss sagen, ich bin schwer enttäuscht. Aber nicht vom Spiel selbst, sondern das hat andere Gründe. Und ja, sehr schön. Gut. Den Bolzenschneider, das ist das, was wir auch brauchen. Und der hat eigentlich nichts Wirkliches dabei. Und hier können wir nicht durch. Es wäre so schön einfach. Oder machen wir das? Nein, wir gehen da nicht durch. So, dann gehen wir hier weiter. Wow. Ja. Ist ja gut.
Da hinten sollte der nächste sein. Ja. Ups. Ja. Da haben wir wieder eine. Kurz in der Tasche nachschauen. Jo, das sieht gut aus. Und nein, nicht ablegen. So. Okay. Ja. Nein. Nein, nehmen wir auch nicht mit. Und auch nicht. Nein. Nein. Jede Menge in der Kiste gewesen. Wunderbar. Die Sachen lassen wir. Nein, den Stoff nehme ich mit. Ist die bessere Idee. Okay. Also hier haben wir jetzt keinen Strom im Wasser. Aber ich glaube, wir werden uns trotzdem. Ja. Sie tut sich trotzdem weh. Naja, gut. So. Dann haben wir hier noch einen kaputten. Und da setzen wir doch gleich mal eine neue Sicherung rein. Moment, bevor ich das mache, raus aus dem Wasser. Könnte hilfreich sein. So. Dann setzen wir die gleich rein. Ja. Denn irgendwo ist jetzt der Strom an, und zwar genau hier. Bedeutet, wir hätten jetzt einen Stromschlag gekriegt, und das will ich nicht. Wir haben noch eine weitere Sicherung. Die setzen wir hier ein. Die letzte ist die einfachste. Das ist da, wo ich als erstes die Sicherung rausgenommen habe. Und jetzt müssen wir die dritte nur noch finden. Bedeutet, wir brauchen. Oh nein! Habe ich nicht aufgepasst? Oh. Okay. Gut. Ja, verwenden. Und Schmerzmittel auch noch. Da. Zwei haben wir nur noch. Naja. Shit! Ja, ja, sehr gut. So. Ja, die letzte wollte ich mir aufheben für, wenn wir wieder dort sind. Also am Anfang beim Aufzug. Dass ich also nur zum Aufzug zurück muss und gleich alles fertig mache. So. Und nicht verbrennen. Gut. Oh. Okay. Jetzt können wir nämlich auch dieses Tor öffnen. Vorher war das rot. Was? Ah. Ach doch. Ist ja richtig. Gut. Dann holen wir uns allerdings auch die Laterne wieder. Okay. Gut. Wir gehen mal hier lang. Ah, da ist er. Genau. Ist er schon. Und die Ersatzsicherung. Gucken wir da noch rein. Ja. Nehmen wir mit. Nein. Nein. Und das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keine weitere Fackel. Wir haben, glaube ich, genug. Ja, der Vorteil ist, da ist jetzt auch kein Strom mehr drauf. Also erstmal kann nicht viel passieren. Das Kabel ist auch, wie man es bei den Elektrikern sagt, tot. Und wir sehen zu, dass wir zum Aufzug kommen. So. Okay, fast geschafft. Jo, da ist immer noch Strom drauf. In dem Weg. Und juhu, geschafft. Geschafft, ohne mich nochmal zu verbrennen. Sehr gut. Ups. Und die setzen wir hier auch noch ein. Sehr schön. Okay. Benutze den Aufzug. Okay, sehr schön. Das machen wir doch glatt. Auf geht's, rein nach. Ja. So, dass es dunkel wird, dafür kann ich nichts. Das gehört dazu. Und
Lässt sich auch nicht vermeiden. So, dann sind wir jetzt schon mal oben. Und wie wir sehen eine Mine. Ja, wunderbar, schön, wo ist der Weg? Ja, hier lang. Und da lang. Ja, jede Menge Kisten, da machen wir eigentlich nichts mit. Nö, die lassen wir da. Lass mal die Kisten Kisten sein. Komm ich hier durch? Ja. Ja. Da haben wir den Ausgang. Okay. Ja, ich werde dann jetzt gleich mal kurz ein bisschen meinen Mund halten, damit ihr schön zuhören könnt. Und danach werde ich euch dann weiteres erzählen. Okay, also bis gleich. The world is changing. Has changed. The aurora, the weather, wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom, the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. What I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Ja, also es sieht wie folgt aus. Warum bin ich enttäuscht? Ganz einfach. Es ist so, ich habe die Episode 1, 2 und 3 durchgespielt. 4 und 5 sind noch verschlossen gewesen. Das heißt, ja, also entweder braucht man nur die 3 oder es müssen alle 3 gespielt werden, um die 4 freizuschalten. Und da es so ist, dass ich das jetzt getan habe, bin ich davon enttäuscht, dass die Episode 4 sich gar nicht erstarten lässt. Und daraufhin habe ich einfach mal geschaut, warum, was ist da los, und habe herausgefunden, die Episode 4 ist noch in der Entwicklung, die sind noch nicht fertig, Hinterland ist noch nicht fertig mit der Episode 4, die 5 ist auch noch in der Entwicklung, und ja, den veröffentlichen die Veröffentlichung letzten Dezember, also in 2020, der wurde verschoben. Und warum haben sie den verschoben? Ja, sie wollen nichts Halbherziges sozusagen. Also ich drücke das jetzt einfach mal so aus, und dementsprechend haben sie es verschoben. Finde ich ja auch okay, ist alles in Ordnung. Bedeutet allerdings auch, dass ich erstmal eine Weile nicht spielen kann, weil die Episode 4 gar nicht da ist. Ansonsten werde ich jetzt nach der 3 sowieso erstmal ein klein bisschen Pause machen mit The Long Dark und dann später weiterspielen.
Sobald die Episode 4 da ist, werde ich sofort wieder weitermachen. Ganz klar, bin ich sofort dabei. Und ansonsten zwischendurch vielleicht auch, mal schauen. Vielleicht das Ganze nochmal anfangen und zwar auf extrem schwer oder so. Das weiß ich noch nicht. Naja, auf jeden Fall, die Episode 4 ist noch nicht da. Dementsprechend bin ich tierisch enttäuscht und ja. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst doch noch ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet, dass seit 2014 das Release von dem Spiel durch Hinterland noch immer keine Episode 4 da ist. Immerhin, das sind jetzt schlanke 7 Jahre und ich finde es schade, dass es noch immer so ist, dass es nach und nach freigeschaltet wird, okay. Allerdings... ich denke, in 7 Jahren hätte man das schaffen können. Also gut, dass immer wieder was Neues kommt, ist in Ordnung. So, Wintermute, jetzt zeige ich euch das noch kurz. Und ich sage einfach mal neu. Und wie ihr seht, hier Episode 1 durch, 2 durch, 3 durch. Das hatten wir ja eben gerade gemacht. Und 4, 5 ist noch nicht da. Ja, da die noch nicht da sind, kann ich sie nicht weiterspielen, ist ganz klar. Denn hier heißt es Inhalte, die in der Zukunft freigeschaltet werden. Ja gut, mal gucken, in welcher Zukunft. Na gut, okay. Also wie gesagt, lasst ein paar Kommentare da, wie ihr das findet, dass Hinterland das immer noch nicht fertig hat. Ob ihr das auch gut findet, dass sie nichts Halbherziges haben wollen oder auch nicht. Und ja, lasst doch noch einen kleinen Daumen hoch da, wäre schön. Und dann sehen wir uns demnächst, spätestens in der Episode 4 oder bei anderen Spielinhalten von The Long Dark. Okay, also bis demnächst. Ciao.